Das sind drei Stativtaschen von Kullmann. Die laufen ja alle unter der Produktbezeichnung bzw. ja, unter der Serie Concept One. Das sind sogenannte Podbags. Nennt man ja nicht mehr Stativtasche, das ist ein Podbag, ne? Also Englisch Stativtasche. Und die haben, wie man sieht, hier drei unterschiedliche Größen. Wir sind sonst von den Funktionen natürlich gleich. Ich werde mir einfach mal hier gleich die größte raussuchen. Das ist die hier. Fangen wir mit an. Das ist die Podbag 380. Dann haben wir hier die mittlere, das ist die Podbag 350. Und dann die ganz kleine, die Podbag 200. Wenn Sie jetzt nicht ganz sicher sind, welche Tasche die richtige Größe hat für Ihr Stativ, wenn es zusammengefaltet ist auf der Produktseite, auf der Sie gerade sind, befinden sich auch ganz unten die Maße. Dann können Sie einfach mal ein bisschen nachmessen und gucken, ah, okay, das ist das richtige Stativ für diese Tasche oder halt eben auch halt eben für die anderen Größen, die wir hier haben. So, wir fangen jetzt einfach an. Ich werde anhand der Podbag 380 Stativtasche jetzt einfach mal so die Tasche im Detail zeigen. Kullmann züchtet ja seine Podbags auf extra dafür angelegte Weiden und, nein, Scherz am Rande. Die Podbags, also die Stativtaschen, die sind sehr hochwertig verarbeitet, ein sehr robustes Außenmaterial, fast wasserundurchlässig und hier mit einem System, mit einem Tragegurtsystem, wo man natürlich auch die Länge dann einstellen kann, die Größe ganz individuell versehen, hier oben noch einmal mit so einer Schulterpolsterauflage, damit das Ganze halt eben auch dann je nach Gewicht, was man an Stativ zu tragen hat, also nicht zu sehr auf der Schulter drückt. Wen das stört, der kann natürlich dann halt eben auch ganz einfach diese Auflage weglassen und er kann sie natürlich auch deswegen, weil man sie halt eben auch hier öffnen kann und abmachen kann, natürlich dann halt eben auch dann dementsprechend verstellen, wo man sie denn braucht, wenn man die richtige Größe eingestellt hat. Jetzt drehen wir die Podbag mal hier mal so ein bisschen rum. Die Stativtasche, jetzt gewöhnen wir das auch schon an. Podbag, das ist eine Stativtasche, liebe Leute. So, der Reißverschluss, der Zipper hier, der geht also hier ohne Murren und ohne Zicken einfach auf und zu. Ganz wichtig, wie ich finde. Spricht ja auch dann für die Qualität. Und wenn Sie das Ganze dann aufmachen, sehen Sie halt eben, ich habe jetzt mein Papierstativ drin gelassen. Sie sehen also, ich habe dieses Stativ auch zum ersten Mal jetzt hier geöffnet. Füllmaterial, ne? Biologisch abbaubar. Dann haben wir hier also das Innenleben und die Tasche ist hier unten noch so ein bisschen verstärkt, beziehungsweise das ist ja halt eben dann das, die Seite, wo Sie dann, praktisch die Beine reinmachen. Hier unten die Spitzen, die Stativspitzen auch. Deswegen ist das hier auch im praktischen Sinne eine kleine eigene Tasche, die dann hier so ist. Und die ganze Tasche ist wirklich 1A verarbeitet, die ganze Naht, ich habe also alles hier kontrolliert, die ganzen Nähte, die hier überall sind, ganz sauber genäht, ganz gut verarbeitet und da bleiben also wirklich hier absolut keine Wünsche offen, was jetzt hier die Stabilität angeht und vor allen Dingen auch die Wasserundurchlässigkeit. Das war's schon, ne? Also wie spannend oder auch langweilig so eine Stativtasche sein kann, hat ja auch keine große Aufgabe, als dass sie halt eben einfach nur das Stativ halt eben aufnimmt, wenn es geht, nicht so wahnsinnig viel Eigengewicht mitbringt. Die ist also auch sehr leicht, beziehungsweise alle drei Modelle sind sehr leicht und soll halt eben auch dann vor Nässe schützen. Also, das hier, die Kullmann Stativtasche, das war die Podbag 380, stellvertretend auch für die kleine und zwar einmal die 200er und die 350er bei uns im Shop.